Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zu meinem Let's Play von Steel Rising. Das Spiel lässt sich vergleichen mit Dark Souls, Nioh und Elden Ring. Zählt also zum Genre der sogenannten Souls-like oder Soulsborne, nennt es wie ihr wollt. Aber mit einem sehr interessanten Setting, wie ich finde. Das kann man hier auch schon am Hintergrund erkennen. Ich will hier aber hier gar nicht groß rumlabern. Lasst uns das Spiel einfach gemeinsam anschauen. Und deshalb starten wir jetzt hier gleich mal rein. Ein neues Spiel. Spielhilfemodus, hier könnte man noch weitere Anpassungen machen im Schwierigkeitsgrad. Wir spielen aber das Spiel so, wie es ursprünglich gedacht war. Und eine Sache jetzt noch kurz vorweg für diejenigen, die mich noch gar nicht kennen. Während Dialogen und Zwischensequenzen, um die Atmosphäre zu wahren, bin ich für gewöhnlich ruhig. Deshalb werde ich jetzt hier erstmal während des Intros nichts sagen. Los geht's! Selbst der Ladebildschirm ist, wie ich finde, schon sehr schick. Actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? Are we to simply watch as Paris burns from afar? The rabble are rioting. This is the price to be paid for spoiling the masses. You don't understand, Gabrielle. The king sent us here long before the city went up in flames. He knew what was about to transpire. I think he is somehow involved in these events. Oh, come now, Marie. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Les enfants, Gabrielle. The children. They'll soon be out of harm's way. I am most certain of it. Monsieur Clary will take good care of them. For now, at least, we are safe. Safe, vraiment? Where are the Chateau guards? We are still protected. The king just preferred to use a different sort of guard. Guards? Or jailers? They won't even let us leave this room, Gabrielle. The king? He has lost his mind to grief. First our darling, Sophie. Then our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. Séphora, something inside me is crying out. Telling me he's still of this world at times. I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him, who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This I promise you. But how? Do you not see that we're prisoners here? All is not lost. You forget about the one automat that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. So, und da sind wir schon beim kleinen Charakter-Editor. Ich sage bewusst klein, denn wir können jetzt zwar einige Sachen einstellen, das ist aber nicht mit dem Charakter-Editoren von Nioh oder Dark Souls zu vergleichen. Ich glaube, wir werden uns hier für diese neue Materialfarbe entscheiden. Ich hätte schon fast Hautfarbe gesagt, aber Haut haben wir ja keine. Dazu nehmen wir, glaube ich, hier diesen Zopf. Ihr seht schon, wir haben ein paar Frisuren hier zur Auswahl. Das hier ist natürlich eigentlich schon sehr zeitgemäß, möchte ich mal sagen. Aber das hier gefällt mir dann doch irgendwie noch einen Ticken besser. Und beim Gesicht, ich finde, da wir schon Automat sind, muss das schon sehr puppenhaft sein. Deshalb werden wir uns, ich denke mal, für dieses Gesicht hier entscheiden. Jawohl. Und weiter geht's. Jetzt können wir uns noch für eine Klasse entscheiden. Es geht einmal die Leibwache. Die hat den Streit, die Streitschrift, schwere Waffe, Spezialtechnik, Schild. Eine Lehmgranate, Projektil, das ein Gegner vorübergehend außer Gefecht setzen kann. Schild ist die Spezialtechnik. Die Leibwache verlässt sich auf eine
auf ihre Robustheit, dank der sie vielen Treffern standhalten kann, während sie selbst Gegnern schweren physischen Schaden zufügt. Sehen wir, wir haben hier mehr Robustheit und Konstruktion, also wir haben höhere Leben und Balance und höhere Panzerung. Dann gibt es noch die Soldatin, schwere Waffe, Spezialtechnik, Distanzangriff, hat eine Sprenggranate, höhere Kraft und höheren Elan. Die Tänzer, gepanzerte Fächer, finde ich schon mal sehr cool, mal was sehr Ausgefallenes. Eine Brandgranate als explosives Projektil, das einen Gegner in Brand setzen kann. Tänzerin ist sehr schwungvoll und kann Angriffe in rascher Folge verketten, um Gegner zu betäuben und ihnen kritische Treffer zuzufügen. Kommt mit mehr Gewandtheit und Elan daher. Dann gibt es noch die Alchemistin, hat Glaskernknüppel, leichte Waffe, Spezialtechnik. Die Waffe wird für ein paar Sekunden mit Frost durchtränkt. Klingt auch sehr interessant. Viole der Alchemieresistenz, gegnerische alchemistische Angriffe neutralisieren kann. Die Alchemistin bevorzugt alchemistische Waffen, macht Sinn. Die ihre Feinde in Brand stecken, sie einfrieren, ihnen elektrische Schläge versetzen und anhaltende Elementarzustände verursachen können. Mehr elementare Alchemie und Konstruktion. Mir gefällt die Tänzerin von den ganzen Beschreibungen hier am besten. Ich bin gerne recht flott unterwegs, deshalb machen wir damit mal weiter. This machine that is now somehow able to speak and understand what we say to it. C'est terrifiant. Yes, but it is loyal to you. That's all that matters. If it managed to escape the chateau, it could be your eyes and ears in Paris. And if, perchance, the other automats were to go after it? You won't attempt anything foolish. I cannot lose you, Gabrielle. Not now. Aegis? Madame. The king must be stopped. The very kingdom is at stake. Go and find Vaucanson at his workshop, Nîmes les Invalides. He surely holds the secret to these tireless automats. And perhaps he will know something about the death of my son. How am I to leave the chateau grounds, Madame? Go to the riverbank. At the far side of the grounds. From there you can take a boat to Paris. You wanted to find Vaucanson? Vraiment? What if he is the one who is responsible for this unrest? What Vaucanson has done, ma chère, only Vaucanson can undo. Okay. Da sind wir. Wir sind Aegis, ein Automat. Und Grundlagen des Kampfes werden uns jetzt hier mal kurz gezeigt. Leichte Angriffe. Wir können ausweichen, soweit jetzt auch alles. Relativ vertraut, im Gegensatz zu anderen Souls-like. Oh, jetzt haben wir schon einen kassiert bekommen, guckt an. Wenn springen und auch im Sprung angreifen. Auch noch relativ neu im Genre. Schnellzugriffsgürtel. Du kannst Verbrauchsgegenstände dem Schnellzugriffsgürtel zuweisen, um sie jederzeit einsetzen zu können. Begib dich ins Inventar, um die Ölbürette dem Gürtel zuzuweisen. Das schon mal gleich so für euch. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ihr werdet hier großen Spaß haben, denn mein Französisch ist absolut lupenrein. Da wird mir natürlich kein einziger Versprecher oder in irgendeiner Art und Weise was widerfahren, was falsch ausgesprochen wird. So, kurz. Okay, Aegis, springen. Aegis kann sich am Vorsprung in Reichweite festhalten und hochklettern. Wie man eben ja schon gesehen hat, der Vorspann war für diese Art von Spielen verhältnismäßig lang. Bedienen sich ja normalerweise eher weniger Handlungen und mehr Kämpfen. Finde ich aber gar nicht verkehrt. Finde ich sogar sehr cool. Spezialtechnik. Jede Waffe verfügt über eine offensive und defensive Technik. Spezialtechnik. Spezialtechniken der ausgerüsteten Waffe. Vorsicht, die Nutzung der Spezialtechnik kann Alchemiekapseln verbrauchen. Die sehen wir unten links. Wir können mit unseren Fächern, wie gerade schon gesehen, so ein Schutzschild aufbauen. Zack, zack, den haben wir. So. Und das Spiel
Steht sich übrigens als Clockpunk. Ihr habt es eben vielleicht gesehen, man kann es hier, ich versuche es gerade mal ein bisschen darzustellen, in dem Rücken auch sehen, da dreht sich so ein kleines Rädchen, denn diese ganzen Automaten, die funktionieren im Prinzip wie Uhren, sehr fortschrittliche Uhren natürlich. Ich finde das eine echt coole Idee. Das ist halt mal wirklich was anderes. So, den haben wir schon mal ganz gut eingeschenkt hier. Jetzt machen wir einen schweren Angriff. Hängen. Den haben wir auch erledigt. So. Und nicht, dass ihr euch wundert, das auch nochmal kurz so vorweg. Ich spiele das Spiel tatsächlich zum ersten Mal. Diesen Anfangsbereich, einen ganz kleinen Bezirk von diesem Anfangsbereich, den habe ich nur aus Testgründen gespielt, um zu gucken, ob jemand in den Aufnahmen soweit alles hinhaut. Aber das ist wirklich nicht viel. Deshalb wusste ich hier auch schon so mal ein bisschen, was man mit den Fächern und so weiter machen konnte. Jetzt habe ich eine kassiert. Oh, noch eine. Also vorsichtig sein hier. Ah ja, Überhitzung und Schnellabkühlung. Aktionen verbrauchen Ausdauer. Wenn Aegis keine Ausdauer mehr hat, überhitzen ihre Getriebe und sie kann folgende Aktion nicht mehr ausführen. Angreifen, springen, ausweichen und sprinten. Also so ziemlich alles, was wichtig ist. Während der Überhitzung ist es möglich, eine Schnellabkühlung auszulösen, die abhängig von deinem Timing eine gewisse Menge Ausdauer sofort wiederherstellen kann. Was dir allerdings Frostschaden zufügt, wie in der folgenden Anzeige zu sehen. Hinweis, wird sie zu rasch eingesetzt, verlängert das die Überhitzung. Okay. Jetzt haben wir da ein bisschen wiederbekommen. Ihr seht's, und der Frostschaden ist gestiegen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein. Das war knapp. Jetzt hätten wir fast noch eine gekriegt. Aber eben nur fast. Können hier noch ein bisschen Zeug einsammeln. So, ich finde auch, die Grafik ist sehr, sehr schick. Und das Szenario, wie ihr jetzt eben vielleicht schon mal ein bisschen mitbekommen habt, vielleicht noch ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht oder sonst wo wisst, wir befinden uns hier in einer alternativen Realität der Französischen Revolution. Der König hat eben die Automaten ins Leben gerufen oder ins Leben rufen lassen, um die Revolution niederzuschlagen. Und wir sollen jetzt offenbar wiederum die Automaten niederschlagen. Betäubung. Aegis leichte Waffen können Betäubungsschaden anrichten, wie in der Betäubungsanzeige zu sehen. Wenn die Anzeige voll ist, wird der Gegner vorübergehend betäubt und ist anfällig für einen kritischen Treffer. RB oder RT, kritischer Treffer. Häng. Den weggehauen hier. Und einen rostigen Schlüssel bekommen. So, weiter geht's. Eine Sache noch vorweg. Bisher ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber das Spiel war zu Release leider etwas dafür berüchtigt, selbst auf den krassesten Systemen, 3090 Ti war zu der Zeit die stärkste Karte so ungefähr, hin und wieder zu ruckeln. Also falls es mal so Mikroruckler gibt, es liegt nicht an mir, es liegt dann tatsächlich am Spiel. Aber bisher ist mir noch nichts aufgefallen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. So. Häng. Das war ein Schleichangriff. Sehr cool animiert. Gefällt mir richtig gut. Generell gefällt mir momentan die Grafik und das ganze Design vom Spiel absolut mega, mega gut. Kampfsystem spielt sich auch schön. Mir gefällt es auch gut, dass es eben so ein bisschen auch trotzdem abgehackt ist. Also sie bewegt sich ja schon relativ elegant, vor allem im Vergleich zu den Gegnern, die wir bislang bekämpft haben. Aber ich finde, es passt halt, weil es eben alles so... Ja, es sind zwar schon... Ja, gar nicht so super primitive Roboter. Ach, guck mal, da haben wir jetzt sogar gesehen, wie unser Rad am Rücken geglüht hat. Schon mal so ein Indikator, dass wir es ein bisschen zu doll getrieben haben. Aber ich finde, es passt halt auch einfach zu gut in dieses... Kommen wir da hoch? Nee, ganz knapp nicht. In dieses Setting, dass das auch alles so ein bisschen abgehakt ist. Eine Vestalin aktivieren. Durch das Aktivieren einer Vestalin wird ein Speicherpunkt erstellt, an dem Aegis im Falle ihrer Zerstörung repariert wird. Hier kann Aegis Attribute steigern, indem sie Anima Essence ausgibt, Ausrüstung aufwerten, Waffen, Burett, Module, indem sie Materialien ausgibt, oder Ausrüstung erhalten, Kleidung, Waffen, Verbrauchsgegenstände, indem sie Anima Essence ausgibt. Okay. So, das habe ich noch nicht gemacht bei meinem Testrun. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ist ja quasi die Leuchtfeuer von From Software oder die, oh, wie hießen sie, Gebetsschreine bei Nioh. Das Ding nutzen wir jetzt mal. Okay, Verbesserungen. Wir haben aber, glaube ich, noch gar nichts hier übrig, ne? Ach, da sehen wir es, Anima Essence. Okay, gut, alles klar. Da beschäftigen wir uns mit, wenn wir soweit sind. Da brauchen wir Schlüssel für. Hier Waffen, die können wir offenbar hier auch aufwerten. Und das sind unsere Heiltränke quasi.
Boutique. Alchemiekapsel. In den revolutionären Waffen der königlich-mechanischen Armee kommt diese alchemistische Munition zum Einsatz. Ihr Funktionsweise, Zusammensetzung und Herstellung sind streng geheim, doch wird dabei mit der Wissenschaft der Aufklärung gebrochen. Stattdessen wird auf alchemistische Prinzipien zurückgegriffen, die seit Beginn des Jahrhunderts allmählich von der modernen Chemie verdrängt wurden. Ah, interessant. Junge, Junge, hier haben wir eine ganze Menge. Das will ich jetzt aber nicht hier alles auf einmal vorlesen. Das wird ja Wahnsinn sonst. Verkauf haben wir hier noch. Hier haben wir unsere Ausrüstung. Okay, das sind die Klamotten, mit denen wir ausgerüstet sind. Gegenstand kann nicht verkauft werden. Okay, das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Huch. Zum Glück hat es nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob wir noch was anderes anlegen können. Können wir nicht. Ah, hier ist auch unser Lüftungsmodul. Jetzt sieht man es übrigens auch besser. Sehr schön hier. Finde ich schon mega cool, auch dass sich das wirklich die ganze Zeit auch dreht. Also nicht nur hier in dem Bildschirm, sondern auch in-game. Bin mal ein großer Fan von so kleinen Details in Spielen. Hier haben wir unsere Ausrüstung. Okay. Zeig mal auswählen. Ja, wir haben hier noch nichts anderes. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch alles so kommen wird. Ansehen. Okay. Ui, das war ein bisschen zu schnell. Mir gefällt auch dieses Design. Ich finde das wirklich... Ich bin echt hin und weg von diesem ganzen... Von dieser ganzen Idee. Ich finde das immer mega, mega cool, wenn sich Entwickler wirklich mal trauen, neue Szenarien in Angriff zu nehmen und sowas einfach mal durchzuziehen. Eng. Okay, das war zu früh. Ich dachte, jetzt kommt gleich ein Gegenangriff. Aber so ein Konterangriff gibt es jetzt hier noch nicht. Zumindest Wohnung liegt auf noch nicht. Gucken, ob da auch nochmal was kommt. Auch hier die Lichtstimmung und auch diese ganzen Klamotten. Ach, ich bin hellauf begeistert, Leute. Und ist wirklich mega. So, und den Typ habe ich noch besiegt, als ich Probe gespielt habe. Oh, ja. Oh, oh, oh Gott. Jetzt hat meine Taste nicht so gewollt wie ich. So. Jetzt machen wir ein bisschen mehr drauf. Aber hier seht ihr es jetzt auch schon, wenn ihr mal so ein bisschen drauf achtet, wie hakelig die sich bewegen. Und ich finde, das passt halt auch einfach. Nehmen wir jetzt schon eine Heilung. Wir nehmen mal eine. Zack. Ja, und ab hier betreten wir auch für mich jetzt komplett neues Territorium. Wenn ich da gerade schon drüber spreche, möchte ich hier kurz anmerken, ich freue mich immer tierisch über Kommentare. Aber ich möchte bitte alle Leute, die das Spiel vielleicht schon kennen, wirklich darum bitten, nichts zu spoilern. Egal wie Alter. Okay, wenn man gerade eine kassiert hat, dann kann man offenbar den Block nicht so leicht wieder aufmachen. Oder schließen, wie auch immer. Zack. Peng, peng, peng. Okay. Die haben wir. Ja, bitte nicht spoilern. Auch keine noch so kleinen Sachen verraten. Ich möchte das Spiel wirklich schön blind erleben. Nichts vorher wissen. Ich muss ja auch ein bisschen mehr hier draufhauen. Zack, und jetzt sind wir wieder dran. Okay. Man merkt ja auch schon, noch sind wir im Startgebiet. Die Gegner sind echt noch einfach. Auch wenn ich schon ein paar kassiert habe, aber das ist einfach auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich hier eben ein Let's Play mache und durch mein Rumgelabere dadurch eben auch manchmal ein bisschen abgelenkt bin. Das bleibt aber eben einfach nicht aus. Wir können übrigens auch sprinten auf dieser Taste hier, so. Ein bisschen flott unterwegs, aber wie ihr vielleicht unten links gerade schon gesehen habt, braucht mir dabei Ausdauer. Und der Dude sieht schon mal ein bisschen heftiger aus. Ja, guck doch mal, ey, das ist wirklich hübsch. Gestohlener Angriff. Das Ziel anvisieren und dich ihm langsam von hinten nähern. Wenn die rote Anzeige erscheint. Happy. Guck mal, jetzt laufen wir auch ein bisschen anders, oder? Ah, das ist der hier, den wir eben schon gemacht haben. Finde ich auch mega cool. Richtig fetter Move. Viole mit reinem Öl bekommen. Sieht von der Farbe so ein bisschen aus wie unser Heilungsöl, nenne ich es jetzt einfach mal. Vielleicht können wir es damit ja auch aufwerten. Hier können wir nicht lang, okay. So, gucken wir hier mal. Das sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Aber auch mega hübsch. Mega hübsch. Also Elden Ring sah ja schon klasse aus. Das hier ist natürlich jetzt von der ganzen, vom ganzen Umfang her wesentlich kleiner, aber ey, wenn das so bleibt, holy shit. Echt, echt. Schick, schick, schick. Ich mach mal eine Truhe auf. Was haben wir jetzt hier bekommen? Langlebigkeitsmodul. Du hast hier mein neues Modul erhalten. Du kannst es über das Modulmenü in einem Modulplatz entsprechender Stufe ausrüsten. Das Modulmenü machen wir jetzt aber nicht auf, weil wir werden hier gerade ein bisschen angegriffen, liebes Spiel.
Guck mal, jetzt haben wir seine Attacke eben sogar unterbrochen. Jetzt hätten wir nämlich gerade noch eine kassiert. So, jetzt machen wir das Modulmenü auf. Wenn ich dann das Richtige treffe, ja, habe ich sogar. So, effizientes Lüftungsmodul. Okay, guck mal, hier bekommen wir mehr Leben. Dieses Modul verringert den internen Schaden, Postschaden durch Schnellabkühlung um eine kleine Menge. Da würde ich aber lieber unser Leben erhöhen. Module, steht das überall? Ja, okay, dann können wir es einmal hier durchlesen. Module stellen eine komplexe Verbindung von elementarer Alchemie und Präzisionsmechanik dar. Sie wurden im Verborgenen in Eugène de Vaucanons, perfekt ausgesprochen, Werkstatt entwickelt. Durch Prinzipien, die nur ihrem Schöpfer bekannt sind, verändern sie eges Verhalten, Bewegung, Fähigkeiten und Resistenz. Wir nehmen... Ach, das... Doch, jetzt haben wir es ausgerüstet. Okay, wir können on the fly wechseln. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das würde nur an diesen Schreinen gehen. Okay, da liegt ein toter Soldat. Auch das hier sieht ein bisschen gefährlich aus, hier in so einer Höhle. Ist immer gefährlich, so große Plätze, wo kein Gegner in der Nähe ist, zumindest zu sehen ist. Da haben wir mal gern irgendjemand dann plötzlich um die Ecke gesprungen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier rechts sind. Wir hätten ja in die andere Richtung auch noch weitergehen können. Das sieht auch ein bisschen gefährlich hier aus. Guckt euch das mal an. Aber da ist ein Vestalen in Schrein. Krass. Okay. Cool. Sie führt also hin und wieder auch mal so kleine Selbstgespräche. Captain de Greux, Gouverneur de Offry, bestätigt, dass kein Befehl erteilt wurde, ihre Kompanie durch einen Trupp Automaten zu ersetzen. Daher weise sie an, bis auf weiteres Abstand zu den Maschinen zu halten, um mir jedwedes Zeichen von Feindseligkeit zu melden. Greifen Sie nicht an, solange Ihrer Majestät, der König, keine Gefahr droht. Verstärkung ist unterwegs. Lieutenant Colonel de Bochemont, stellvertretender Kommandant des Prolot de Saint-Claude. Ach, Leute, ist es nicht toll, wie schön ich das alles aussprechen kann. Ah, Wahnsinn. Gut, dass ich so viel Latein hatte. So, okay. Hier gibt es noch irgendwo Automaten. Da. Ach du Scheiße. Oh, super. Gleich ein Bossfight. Ach du heiliges Kanonenrohr, Leute. Das ist ja... Alter Schwede. Ich dachte, da werde ich noch ein bisschen verschont. Vor allem das Tolle ist, wir haben auch kein Öl mehr. Damit haben wir ihn jetzt gut was besorgt, ne? So. Oh, er hat eine Kanone in der Hand. Eieieiei. Ach du Scheiße, Leute. Oh. Jetzt konnte ich nicht mehr blocken. Okay, wir können den Block mal beliebig lange aufrechterhalten. Aber ein Treffer noch und das war's mit uns. Oh, oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich wollte ausweichen. Aber jetzt seht ihr auch gleich mal, was passiert, wenn man zerstört wird. Nämlich das. Okay. Hier ist es bei der letzten besuchten Vestalen vollständig repariert worden. Sämtliche von ihr gesammelte Anima-Essenz befindet sich noch an dem Ort, an dem Aegis zerstört wurde. Wenn sie nicht vor Aegis... Okay, ich bin gar nicht so weit gekommen. Ja, den letzten Abschnitt. Naja, ihr könnt pausieren, ich kann zurückspulen und mir das nachher nochmal durchlesen. Aber machen wir uns nichts vor, das wird das gleiche sein wie in anderen Spielen dieser Art auch. Wir müssen den Kram einsammeln, bevor wir sterben, sonst ist er wie immer weg. Oh, ich bin überhitzt und jetzt habe ich zu spät gedrückt. Ein bisschen Schaden haben wir eben auch bekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass ich schlecht geblockt habe. Oder ob das an der Überhitzung lag. Den Typen machen wir vorher auch nochmal fertig. Ich habe nämlich überhaupt keine Lust, dass mir ein Gegner im Rücken rumsteht. Oh, okay, der. Das mit dem Blocken, also irgendwas hängen. Das war jetzt ganz cool. Wir sind über seinen Angriff drüber gesprungen. Ah, das mit dem Blocken habe ich noch nicht so ganz raus. Manchmal macht sie das nicht. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. So, ich wollte den Typ nämlich eben einfach nicht im Rücken stehen haben. So, den locken wir jetzt erstmal hier die Treppe hoch. Damit wir nachher nicht gegen seinen Kumpel da drüben auch noch kämpfen müssen. Das dachte ich kurz, er hängt fest. Hängt er aber nicht. Machen wir einen schweren Angriff. Finde ich bisher irgendwie noch nicht so sinnvoll. Jetzt kommt sein Kumpel doch dazu, das ist schlecht. Und jetzt kassiere ich auch noch einen, das ist noch schlechter. Damit hat er uns auch noch getroffen. Das läuft aber gerade gar nicht. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir auch noch keine Ausdauer mehr. Okay. Ja, die Pause zwischen dem Block und den Angriffen ist recht lang, wie ihr gerade schon gesehen habt. Ach Mist.
konnte ich mich natürlich nicht richtig entscheiden, was ich hier machen sollte. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir wieder keinen. Ja, Leute, hilft alles nichts. Jetzt muss ich hier gerade einmal zurücklaufen. Wir müssen hier unser Zeug wieder füllen. Gar nicht so ohne. Holy shit, dafür, dass das hier das Startgebiet ist. So, okay, einmal raus. Wir werden jetzt mal probieren. Der guckt uns ja an. Wir werden jetzt einfach mal probieren. Ach, schade. Jetzt doch nur die Typen hier links zu schnetzeln. Der Hoffnung, dass mir das gelingt. Ich muss es einfach mal vielleicht probieren, ein bisschen schneller zu sein. Ja, also, den haben wir doch direkt erledigt. Ohne, dass er irgendwas machen konnte. Vielleicht muss ich wirklich ein bisschen aggressiver wieder kämpfen. So. Ja, das war... Ach, scheiße, hat er einen zweiten Schlag hinterher gesetzt. Der Limmel. Man sieht ja auch schon, wir nehmen richtig krass Schaden schon. Ja, diese Art von Spielen sind ja auch nie dafür bekannt, sondern nicht einfach zu sein. Ah, nein, 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 ich trottel jetzt durch diesen Schleichangriff natürlich. Ach du Scheiße, verpeilt. Das ist jetzt gar nicht gut. So, ja. Trampelt der irgendwie so ein bisschen? Ach, au. Ja, man kann den Block nicht... Also es ist eine recht lange Zeit, bis man den Block aufnehmen kann. Wenn man gerade angegriffen hat. Zack. Ja. Komisch. Also in den Kämpfen klappt das irgendwie manchmal nicht. Vielleicht verdrücke ich mich auch nur. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eine Sache vorweg. Und bevor ich jetzt Sorgen mache, also einmal werde ich das hier mal zeigen. Wenn ich jetzt hier beim Boss wieder scheitern sollte, dann schneide ich das Ganze euch natürlich ein bisschen zurecht, damit das hier nicht 5000 Mal der gleiche Abschnitt sein wird. So. Okay. Dann begeben wir uns wieder dahin und ich habe wieder keinerlei Heiltränke mehr. Vielleicht hätte ich doch mal in die andere Richtung laufen sollen. In der Hoffnung. Da liegt unser Zeug. Können wir jetzt eigentlich abbauen? Wir könnten theoretisch abbauen, ne? Guck mal, das geht in anderen Spielen. Jetzt stand da irgendwas, das war aber jetzt so schnell, dass ich es nicht sehen konnte. Das geht in anderen Spielen ja für gewöhnlich nicht. Ja, kommt, wir probieren es aber nochmal. Ich bin jetzt echt nicht der Typ, der gerne vor Bossen wegrennt. Ich glaube schon, wir könnten ihn... Eieieiei, wir könnten ihn besiegen. Aber es wird nicht ohne. Oh. Wir brauchen halt auch massivst Ausdauer, wenn wir seinen Angriff blocken. Aber wir haben auch gerade gesehen, er ist auch so ein bisschen gestunt, würde ich fast sagen, ne? Zwei Angriffe, das passt. Gilt hier halt wie immer bei diesen Art Spielen das Bewegungsmuster der Bosse zu lernen. Müssen wir ein bisschen auf Abstand gehen, unsere Ausdauer im Auge behalten. Ah, das war zu... Seht ihr, da war ich zu gierig. Oh, er macht eine Kombo. Ist aber ganz gut, was von uns passiert. Jetzt war ich zu vorsichtig. Jetzt bin ich langsam zu unvorsichtig. So, Ausdauer im Auge behalten. Zack. Ausdauer, Ausdauer. Ich muss halt immer ein bisschen unten links schielen, was unsere Ausdauer macht. Da hätte ich vielleicht noch einen setzen können. Das war gefährlich jetzt. Ausdauer im Auge behalten. Alte Spiel, jetzt hing er wohl ein bisschen fest, ne? Ich hier aber auch auf diesem Soldatenhaufen. Oh, das ist gar nicht gut, hier rumzulaufen. Das könnte uns das Leben irgendwann kosten, wenn wir hier ein bisschen blöd festhängen. Alter, was war das denn? Ich habe gar nicht gesehen, was hier abging. Holy shit. Hälfte haben wir ihn schon runter. Man sieht halt auch, wie krass abgehackt er sich bewegt. Schon cool gemacht. Ja. Einen Steam-Erfolg bekommen sehe ich nur aus dem Augenwinkel. Kann ich jetzt gerade mich nicht drauf konzentrieren, logischerweise. Komm her. So, okay.
Eieiei, ach scheiße, das lief so gut. Jetzt war ich einen Augenblick nicht ganz bei der Sache. Und da ist natürlich scheiße, ich sehe ihn nämlich kaum. Holy shit, der Angriff sah übel aus. Wir müssen dicht dranbleiben, er nutzt halt seinen Speer sehr clever für weitere Angriffe. Ah, Alter, da hat er getreten. Den Tritt habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay, Leute. Wisst ihr was? Wir sind hier aber auch relativ passend am Ende dieser Folge angelangt. Ich weiß, es ist ein bisschen unbefriedigend, aber so habe ich einen schönen Cliffhanger. In der nächsten Folge, keine Sorge, ich bleibe bei meinem Versprechen. Ich mache euch einen schönen Schnitt. In der nächsten Folge stellen wir uns direkt den Boss. Ich bin mir ziemlich sicher, den packen wir. Das war eben schon relativ knapp. Also, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie gefällt euch das Spiel so, Atmosphäre, Design und so weiter und so fort. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.